Ja, das ist eine Übungsaufgabe zum Thema Rechnen mit Renten. Und zwar hat hier ein Lottospieler eine Rente gewonnen, die er in den nächsten 20 Jahren jeweils zum Jahresende eine Rente von 12.000 Geldeinheiten auszahlt. Die Frage ist nun, welchen Kredit er sofort aufnehmen könnte, um mit dieser gewonnenen Rente den Kredit in den nächsten 20 Jahren vollständig verzinsen und tilgen zu können, wenn der Kreditzins in den nächsten 20 Jahren 4% betragen soll. Wenn wir uns das als Skizze mal so ein bisschen veranschaulichen, wäre der gegenwärtige Zeitpunkt 0 die Möglichkeit, einen Kredit aufzunehmen. Wenn wir diesen Kredit dann bedienen wollen mit einer Zahlung 12.000, die uns in jedem der nächsten 20 folgenden Jahre zur Verfügung steht. Ja, wenn wir in den nächsten 20 Jahren jeweils diese 20.000 zahlen können, dann könnten wir überlegen, was wir heute dafür für einen Kredit aufnehmen könnten, indem wir die ersten 12.000 ein Jahr abzinsen, die zweiten 12.000 zwei Jahre abzinsen und so weiter, um damit dann jeweils den entsprechenden Kreditbetrag tilgen zu können. Wir können das aber auch, wenn wir hier die Rente identifizieren, weil wir eine in den nächsten 20 Jahren nominal gleichbleibende Zahlung von 12.000 bei einem konstant bleibenden Zins von 4% haben, würde unser Rentenbarwertfaktor diesen Betrag mit einem Faktor auf t gleich 0 abzinsen. Es genügt also die Multiplikation mit dem Rentenbarwertfaktor hier für 4% und 20 Jahre. Ja, für den Rentenbarwertfaktor hatten wir im vorangegangenen Video die Formel ganz allgemein für eine Laufzeit, für einen Zinssatz i und eine Laufzeit von t Jahren 1 minus 1 plus i hoch minus t durch i. Das könnten wir jetzt hier einsetzen für unsere entsprechenden Daten und der Kreditbetrag, den wir jetzt hier aufnehmen können, nehmen wir den mal K0. Wäre dann die Höhe der Rente 12.000 mal diesem Rentenbarwertfaktor von 4% und 20 Jahren. Und wenn wir nach unserer Formel 4% und 20 Jahren in den Rentenbarwertfaktor einsetzen, wäre das 1 minus 1,04 hoch minus 20 durch 0,04. Und der Kreditbetrag ist dann 163.083,92.